Moin Leute, Trimax hier. Heute haben wir wieder die nächste Tierlist für euch vorbereitet. Und zwar Süßigkeiten. Was haben wir früher geil gefunden? Was finden wir jetzt geil? Rumatra ist mit dabei. Wir machen jetzt hier eine Liste. Jedes Mal, wenn man so eine Tierlist macht, gehen die Meinungen unfassbar heftig auseinander, weil es ja auch logischerweise Geschmackssache ist. Alle werden auf YouTube wieder ultra ausrasten. Chillt einfach mal. Das sieht der Unterhaltung. Wir werden uns alles unterscheiden, aber es wird trotzdem geil. Und auch Rumatra und ich werden uns böse in die Haare kriegen. Aber das ist ja der Sinn dabei. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den Highlights. Ich hab so Bock auf alles, was ich da sehe gerade. Nee, ich gar nicht, Digga. Ricola, ich fange erstmal an, ja? Ricola D. Warum? Hasse ich. Ich hasse Kräuterbonbons wie die Pest. Ich würde Ricola als Süßigkeit auch auf D packen. Niemand isst Ricola als Süßigkeit. Aber ja, als, richtig. Da kannst du genauso Zwieback einranken, ja, oder genau, so, weißt du? Ja, richtig. Aber als Hustenstiller ist Ricola das Beste. Also ich nehme nur Ricola ja, als Ja gut, das ist einfach scheiß Medizin. Also ist ja irgendwo noch eine Aspirin dazwischen. Das zählt ja nicht. Ey, Leute, wenn ihr übrigens auch irgendwelche anderen Tierlisten habt, die wir unbedingt mal abchecken sollten, da könnt ihr sehr gerne in die Kommentare schreiben. Okay, diese Togo Flick and Lick Lolli fand ich immer scheiße. Weil du hast sie zwar wieder zugemacht, aber wenn du sie 2 Tage später weiter lutscht, Alter, das ist richtig eklig. Die gab's in sauer, da fand ich sie geil, aber so fand ich normal. Ja, aber trotzdem musst du direkt wegballern und die zum Zumachen ist einfach richtig eklig. Unhygienischer Scheiß, würde man heutzutage nicht mehr rausbringen. Das erkenne ich nicht, was das sein soll. Das sind Kondome. Nein, das sind diese Traubenzucker. Ah, die sind beim Friseur oder so gab, die man immer mitnehmen konnte. Beim Friseur oder bei der Apotheke gab es die auch immer. Oh, die waren schon. Ja, ja. Ey, die waren auch schon geil. Das waren schon ja, die geilsten. Ja, aber Traum, es ist jetzt so. Ich finde auch schon richtig scheiße, muss ich sagen. Echt jetzt? Ich fand die ja, richtig. Wo würdest du sie reinpacken? Ich hätte sie sogar in A oder B gepackt. A oder B? Ja, ich hätte sie wahrscheinlich sogar in A gepackt. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich davon eine Handvoll mitnehmen konnte. Hanuta, jetzt geht die Meinung auseinander. Sag du erstmal? A. Klare A-Ware. Ganz klare A-Ware. Geschmack? A. Konsistenz, C, deswegen landet es bei mir nur bei B, weil es ist einfach zu trocken. Ist es einfach, gib's zu. Ohne, wenn du vorher was getrunken hast, als Nachtisch, nach einem deftigen Essen aus der Hanuta rein, das macht das ganze Maul trocken. Und das ist da, trocken. Die Pappe, die Waffel nimmt einfach zu viel Wasser auf. Die saugt einem die ganze Spucke weg. Geschmacklich A, Konsistenz C, deswegen landet es bei mir bei B. So. Milchschnitte, für mich auch ganz klar. Also von allen Produkten von Kinder war, finde ich, die Milchschnitte immer das Lowste. Trotzdem geil. Ey, lower als Kinderpinguin. Ja. Kinderpinguin ist viel Was? Besser als Milchschnitte. Nein, das stimmt Kinderpinguin? Leider nicht. Kinderpinguin? What viel the fuck? Schlechter als Milchschnitte. Kinderpinguin. Ich pack die Milchschnitte fast bei C rein. Nein. Doch? Nein. Also du sagst ja, wo du es hast, aber ich pack sie bei C rein. Ich finde Nanuta besser. Weiter geht's. Das ist das? Mauer, ne? Ist das Mauer? Diese Streifen, die waren auch immer geil. Die würde ich auch bei A reinpacken. Wenn wir gar nichts da haben und ich habe ultra Hunger auf was Süßes, haben wir nichts da außer Mauerwurm. Also entweder nimmst du ein Kaugummi oder du nimmst so ein Haribo-Ding. Aber so ein Kaubonbon, die Konsistenz, das Konzept dahinter, nie gefeiert. B für mich. Was? Ja, ich hasse also entweder Kaugummi oder ganz zum Essen, aber sowas dazwischen fühle ich nicht. Okay, was ist das? Saure Zunge. Saure Zunge, aber so bunt. Würde ich jetzt auch bei C reinpacken. Die landen bei mir auch bei A tatsächlich. Digga, du kannst nicht alles auf A tun. Ich würde das alles so wegessen. Ich schwöre, du legst mir eine Packung von allem dahin und das ist noch weg, bevor der Stream endet. Weiter geht's, Duplo. B. Duplo ist für mich B. Es okay. gibt Duplo White. Die sind sick, die würde ich auf A packen. Aber die normalen Duplos, gekühlt, die wahrscheinlich längste Praline der Welt, packe ich auf B. Okay, weiter geht's. Kinder Bueno. Ja, mach jetzt. S. Ganz ja, klare, S. ganz klares S. Kinder Bueno, also Kinder Bueno White. Es ist S. Damit kriegst du mich. Ein kaltes Kinder Bueno. Ich habe das Beste von Kinder. Das ist meine Schwachstelle. Also würde es Kinder Buenos nicht geben, wäre ich bestimmt 2-3 Kilo leichter. Das erwischt mich eiskalt. Ja, Kinder Bueno ist geil. Diese Haselnusscreme-Füllung, jetzt habe ich übel Bock auf ein Kinder Bueno. Weiter geht's. Kinder Pinguin. A oder B, würde ich sagen. Ich überlege gerade. Ja, ich glaube, ich pack's bei A rein. Ich habe generell jetzt gerade übel Bock auf Süßigkeiten. Ja, fuck, das ist voll oh dumm. God, oder? Schokocrossis. Ich habe gedacht, ich habe ja noch Schokowaffelröllchen und sie sind einfach leer. Schokocrossis. Finde ich nicht so geil, finde ich B. Würde ich essen jederzeit, weil es ist Schoko und es ist Cross, aber ich würde es auf B. Oder B ist in Ordnung für Schokocrossis. B ist in Ordnung. Gibt's auch als weiße Schokolade? Krassis. Weiße Schokolade immer Duplo, geil, oder was? Schokocrossis, Kinderbrühe, alles. Ja, ich bin ein weißer Schokolade-Fan. Warum? Würde ich alles weiße Schokolade in Höhe packen. Ist so, weiß ich nicht. Kinder Happy Hippo. Ja, halt's Maul. Die sind doch landen doch genau neben mir. Müssen wir nicht drüber reden. Die sind einfach so huge, Alter. Die sind so asozial lecker. Ich weiß gar nicht, wie Kinder das so. Wie sie das moralisch vertreten, einfach nur Zucker und Fett zusammenzubasteln, möglichst lecker, eines der allerleckersten Sachen auf der ganzen Welt und tausenden Leuten da draußen einfach Diabetes und Fettleibigkeit zuzumuten. Es ist eigentlich asozial. Derjenige, der Kinder Buenos und Kinder Happy Hippo erfunden hat, ist eigentlich assi.
Ja, die machen ja auch ganz stark Lobbyismus gegen diese Gesundheitstafeln auf den Päckchen. Weißt Natürlich, das wäre beide einfach, keine Ahnung, du, würde bei K landen in der Skala. Fuck. Okay, weiter hieß diese Muscheln zum was ich meine? Die Auslecken. Oh, hasse ich so turbo sehr. unhygienisch. Wieso war das so ein Ding der 90er, dass du so einen Flicken-Lick-Lolli hast Ja, und dass du irgendwie die ja, ganze Zeit, du hast das Ding in der Hand und musst da dran lecken und zwangsläufig sind deine Scheißpranken voller Speichel mit Zucker. Das Konzept ist dumm. Also, sie waren lecker, ja. aber wieso hast du die einfach als Bonbon gemacht? Wieso muss das in so einer Muschel drin sein, die du ausleckst? Also, lecker, Vergessen, die aber Masche. einfach unhygienischer Scheiß. Oh, jetzt kommen die ganzen Riegel. Von den Riegeln, wollen wir die Riegel untereinander bewerten und so verteilen oder wollen wir sie insgesamt einranken, auch mit den anderen Sachen? Alle einzeln. Okay, alle einzeln. Ich würde Mars dann auf A packen, tatsächlich. Ich packe Mars auf B. Okay. Milky Way. Milky Way würde ich höher als Mars einstufen, auf jeden Fall. Aber nicht in S, deswegen wäre es bei mir auch in A. Deswegen muss es bei dir dann in A oder in B, würde ich sagen. Ich finde es auf jeden Fall geiler als Milky Mars. Way insgesamt von den Riegeln finde ich am geilsten. Aber ich glaube, ihr Zuschauerliebling wird eher der Snickers sein. Aber Boah. es gibt so Milky Way Rolls. Da Oh, gehe ich gut drauf ab. Die sind so die ein so bisschen wie wie. Amicellis. Die würde ich Ja. hochpacken. Ich finde Milky Way besser als Mars, aber ich sehe Milky Way immer noch nicht bei A. Okay. Snickers. Habe ich immer gemieden. Snickers kommt bei mir tatsächlich in C oder D. Fand ich immer scheiße. So, das ist meine unpopular opinion. Ich finde Also Snickers nicht geil. Snickers an sich würde ich in S packen, aber nicht der Snickers-Riegel. Ich bin zum Beispiel süchtig nach Snickers-Eis Ja, oder Snickers Eis. bei Macke's gibt es auch oft so Snickers-Crunch mit reingemischt oder bei, keine Ahnung, so immer so eine Kombo mit Snickers. Es gibt auch Snickers-White, auch ultra geil, aber den Snickers-Riegel packe ich auch bei B rein. Ich bin Das ist so Karamell, tatsächlich, oder? Ist das so es ist harter Karamell? Karamell und außen ist voll mit Schokolade. Das ist geil. Ist es sehr geil. Also ich oute mich jetzt hier. Ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Daim-Fan und würde es in S reinpacken. Okay. Aber ich glaube, da sind viele nicht bei mir. Aber das ist egal. Also ich muss ja sagen, was ich ehrlich bin. Früher auch immer meine Oma immer Daim mitgebracht. Daim war einfach, Digga, Daim ist einfach Daim. Also ich pack's jetzt in S, aber viele werden sich da sagen, nö. Merci Schokolade. Da kommt es halt ganz doll auf die Riegel an. Da sind ja Riegel von A bis Z drin. Aber insgesamt die Packung. Boah, insgesamt die Packung würde Schon ich eine auch. chillige Vielfalt. Insgesamt die Packung würde ich wahrscheinlich auch packen. Wohin? Auf B. Merci, das ganze Konzept und so, yo, du hast Scheiße gebaut, gib mir Merci und alles ist wieder gut. So, das ist die Merci an sich. Oder zum Danke sagen einfach. Sicke Story. Schokolade einzeln betrachtet. Teilweise auch richtige Powerriegel. Ja, der Aber das Nussriegel und der. insgesamt, ich würde mir niemals einfach so im Laden selber eine Merci kaufen, niemals. Also ich würde es Echt? insgesamt würde ich es, ja, bei B reinpacken. Aber die gibt's ja dann noch mit Rot, irgendwie mit Erdbeeren, so eine Ja, Scheiße. Da dann bin ist ich halt Scheiße, D. raus, gell? Okay, weiter geht's. Nutella, be ready. Fand ich nie geil. Hab ich's gesagt. Viele Leute feiern die, ich finde die nicht geil. Ich bin ein großer Nutella-Fan. Nicht auf dem Frühstücksbrötchen, nicht auf dem Toast oder sonst wo, sondern im Crepe. Ich liebe Nutella oder beigemischt in einer, keine Ahnung, Lanese Happiness Station kannst du dir da Nutella mit ins Eis machen. Oder auf eine Waffel oder der ganze geile Scheiß. Fühle ich Nutella sehr, aber dieses Nutella be ready, dieses, würde ich gleich sagen wie Hanuta, dieses Teil außen drum ist einfach Ist zu, turbotrocken. es ist zu trocken, ja. Es ist ein richtiges Scheißbrot, soll so eine Brotstange darstellen. Das fühlt sich richtig scheiße an. Das ist auch einfach so ein Stück Brot, was so 3 Jahre haltbar ist. Finde ich Ja, nicht geil. Und richtig. deswegen packe ich das bei C rein. Obwohl ich ein großer Nutella-Fan bin. Mentos. Fand ich immer geil. Muss ich auf A, würde ich, nee, A ist zu heavy, würde ich in B packen. Aber ist halt bei dir wahrscheinlich selbe Problem mit diesem, ist wieder so Kaugummi und Essen gleichzeitig, gell? Yep. Finde Ich ich halt mag die geil. Konsistenz nicht. Ich finde Kaubonbons einfach scheiße. Ich finde auch Mau am geil. Ich liebe Kaubonbons. Aber Echt? Du wie liebst ganz schön gesagt, viel. du kannst mir nichts da aus, nichts aus der Liste würde ich nicht essen, Max. Nichts. Diese Alles. Scheißviecher hier. Oh, die sind auch geil. Die sind Oh, du bist geil. so Die ekelhaft. sind geil. Wie heißen die? Dominos oder Dominos oder Themawechsel, so. kommen wir später zu. Weiter geht's erstmal. Cherries. Ganz klar S oder A für mich. S oder A. Ist A. So, nächstes. Macht mich ultra aggressiv. Ich hasse Macht mich Sachen, die total mich. aggressiv. Ja. Ich kotze. Ich weiß nicht, das ist so ein Ding der 90er. Hier, diese Scheißdinger, die du als Kette trägst oder als Ja. Armband. Dann diese Muscheln, die du ausleckst. Dann dieses Flick-and-Lick-Scheiße. Was soll das denn? Es hatte halt Kannst du auch nicht schon einfach was Kotet. mega Leckeres in eine Packung einpacken? Das packst du aus, schiebst es dir in den Mund und alles ist nice. Ja, Warum muss das. das immer so kompliziert sein, Alter? What the fuck? Nächstes. Habe ich gemocht. Weißt du wieso? Ja?
Wir hatten einen Märchengarten und da konntest du so einem Glücksesel Geld geben und dann hat er die ausgeschissen. Und deswegen habe ich zu so denen ein extrem starkes Glücksgefühl aufgebaut. Okay, Weil cool. immer wenn der die ausgeschissen hat, habe ich, das war quasi Glücksspiel. Ob der Goldesel jetzt Gold scheißt oder nicht. Sick. Die stützen sich marketingtechnisch schon darauf, Goldmünzen zu sein. Geschmacklich aber Katastrophe. Ist aber egal, weil die Leute wollen Goldmünzen Schokolade kaufen. Und deswegen haben sie auf den Geschmack geschissen. Und deswegen finde ich sie einfach scheiße und pack sie wieder bei D rein. Wieder so 90er-Ding mit Ja, Funktion. es ist Wieso wieder so kann es ja ein einfach leckere Ding. Schokolade sein? Warum muss das billig Schokolade sein in einer Goldmünze eingepackt? Und die Leute kaufen es auch noch. Boom, auseinandergenommen. Komplett die Goldmünzen auseinandergenommen. Weiter, Dextro. Nie Fan gewesen. Die haben mich immer übel down gemacht. Ich habe eins gegessen, war ich 10 Sekunden high und dann war ich down. Die habe ich gehasst. Haben mir Schulzeit, aber überwiegend Studentenzeit, kombiniert mit ein bisschen Koffein, Dextro, kann schon gut sein für den Fokus, aber auch nur kurzfristig. Traumzucker ist jetzt auch nicht so, ist ja, keine Ahnung, ich Boah. würde es trotzdem bei D reinpacken. Weiter geht's. Pick-up. Pick up. Sag du als erstes, soll ich? Fang du mal an. Finde ich geil. Das ist dasselbe Problem wie mit Hanuta und diesem Teller-Ding. Ganz, ganz klar selbe Problem. An sich ist es geil, aber es ist so sehr trocken und fett. Sauber, richtig. Geschmacklich finde ich es auch ganz geil, aber ich muss es auch bei B reinpacken, einfach von der Konsistenz, als auch wieder sehr trocken ist. Ja, es ist zu trocken. Wenn ich mir schon so einen Riegel reinballere, der 220 Kalorien hat, dann muss das ein bisschen cremiger sein. Weißt du? Für mich Deswegen jetzt, mein ja, Geschmack. ich weiß, deswegen sind Bueno und Ding jetzt auch ganz klar Ja, weil die das ist schlagenden einfach, da Gewinner. hast du pures Fett mit Ja, Zucker. Da hast du nicht ja. einfach noch so eine trockene Kohlenhydratschicht drumrum. Was ist das nächste hier? Ich erkenne es auch nicht. Also ich Oh, ist erkenne nicht das so auch. ein Ei? Ist das so ein Dino-Ei? Dann kotze ich ja, wenn das so ein Dino ist. Warte mal. Ist das so ein Monsterball? Wunderball? Ja, okay. Oh Ah, fuck, mein Digga. Gott, das ist schon wieder so. Es Die ist schon fand ich auch wieder so ein disgustiert. 90er-Ding. Du hast einfach so einen Klumpen in der Hand und leckst den aus. Aber, Digga, als man so 11 Jahre alt war und so einen riesen Teil da in der Hand hatte, und dann kommst du immer zur nächsten Schicht, die hat eine andere Farbe, obwohl es nicht unbedingt anders geschmeckt hat, war immer schon geil. Da hast du so ein Kinder-Bueno, pfeifst du dir in 3 Sekunden rein, der ist weg. So ein Monsterball, da hast du 3 Tage von was. Ja, das Auch ist richtig. giga-unhygienisch Scheiße, aber ich hatte da irgendwie Spaß dran. Deswegen packe ich es nicht in D, sondern in C. Ey, alle Auch. Sachen, die in D sind, werden zu Corona-Zeiten so verboten worden. Ja, ja, Du ja, ja, ja. hättest keine Lutschmuscheln mehr kaufen können im freien Handel. Ja, also dieser Monsterball war einfach legendär. Du hattest einfach 3 Tage Zuckerschock einfach. Das ist einfach so einfach ein riesiger 500 Gramm Zuckerball, den du dir einfach weggeleckt hast. Ist eigentlich Schwachsinn, aber ja, weiter geht's. Salzstangen. Ja, Salzstangen sind halt Salzstangen, was soll man dazu sagen? Sind halt keine Süßigkeiten an sich, oder? Oder also wer setzt sich abends auf den. Da gibt es so Leute? Die setzen sich abends hin und denken sich, boah, geil, jetzt eine Packung Salzstangen? Nee. Ich bin so einer. Echt jetzt? Ich finde Salzstangen sehr geil. Ich bin generell ein Fan von salzigen Sachen. Und wenn man es nicht so nehmen soll. Und es ist auch nur Kohlenhydrate. Es ist nur Kohlenhydrate mit Salz. Aber ab und zu hat man einfach mal Bock auf Salzstangen. Nehmen wir an, du bist einer Bar. Gut, gibt es jetzt wegen Corona nicht. Und da steht einfach Ja, genau, so ein dazu Glas ist es geil. Salzstangen. Ja, Und du dazu ist es ballerst dir so geil. einen Weizen rein. Du bist so beim dritten Weizen. Und Oder dann vielleicht packt. beim vierten. Und auf einmal ist da so ein Glas Salzstangen neben dir. In dem Zustand würde ich das in S ballern. Aber insgesamt nüchtern. D, deswegen packe ich es bei C rein. Sie haben absolut ihre Daseinsberechtigung. Schnuller. Unspektakulär. C. Knickknacks. Ballern mir immer zu viel, sind mir persönlich auch zu trocken nach zu vielen. Weißt du, was ich meine? Also, nachdem ich da so eine Handvoll gegessen habe, reicht es mir auch. Sehr, sehr reichhaltig immer, ja. Das ist Ja. erstmal Fett in der Nuss und dann ist da noch so eine Schicht drum. Verspeise ich aber regelmäßig. Ist, glaube ich, auch der Lieblingsdeftiges, fast der Lieblingsdeftige Snack von meiner Freundin. Also wir haben immer mal wieder Knickknacks hier zu Hause. Aber weiter als C schaffen sie es nicht. Joghurt Lachgummi-Joghurt? finde ich ganz schrecklich. Milchbuben, scheiße D, weg damit. Ja, ganz kacke. Wieso nicht einfach ganz normale Lachgummine? Die wären sofort bei A oder S gelandet, tatsächlich. Ja, okay. Kinderjoy. Boah, die sind auch schon heftig geil. Die sind halt so auch, die sind halt leider zu, die sind halt leider so Stress zum Essen. Das nimmt mir den Spaß an denen. Ja, dieser Ist Löffel, das. der da drin ist, du ballerst dir, du hast immer Speichel und Zucker am Ende an den Händen. Ja. Du hast nur Plastikmüll, die Überraschung ist immer scheiße. Das Ei sieht so groß aus, aber der Inhalt ist einfach lächerlich. Diese zwei Kügelchen schmecken insane geil und die Creme ist gut, aber es ist ein Struggle zum Essen, aber es ist geschmacklich einfach unfassbar geil. Deswegen muss ich es trotzdem bei S reinpacken. Ich habe mir sogar im Urlaub
Urlaub jetzt gerade auf Fuerteventura, gab es Kinderjoy Eis. Und ich dachte mir, holy shit, Kinderjoy liebe ich als Eis. Ich probiere es mal. Ich mache es auf. Die eine Seite, nur Überraschung. Die andere Seite, ganz normales Schokoeis ohne Kügelchen. Übertrieben billig. Marketing-Trick des Todes. Ich denke, Kinderjoy geil. Kinderjoy Eis muss auch geil sein. Die geben mir einfach so 30 Gramm wackes Schokoladeneis. Das war's. Ich habe das für 3,50 Euro gekauft. Ich wurde noch nie so sehr von Kinder gefickt. Das klingt falsch, aber von der Marke Kinder. Butterkekse von Leibniz. Die haben halt, das ist witzig, wie jeder, wie alles hier so seine eigenen Nischen, seine Butterkekse von Leibniz sind das Roadtrip-Essen. So. Roadtrip-Essen. Sag ich, es ist Roadtrip-Essen. Wenn du Roadtrip-Essen, wenn du zu dumm bist zum Parken, richtig? Ja, wenn du halt kein... Trocken as fuck. Ja, trocken as fuck, ist, aber... Ist wie Pickup, nur ohne Schokolade. Viel zu trocken. Es diese Kacktüte. Für mich. Es das? Für mich. Es für mich, ganz klar. Die was ist denn das? Diese, diese ultra trockenen Dinger? Nein, die sind diese UFOs mit dem, die sind so wie Esspapier, das ist diese Esspapierkonsistenz ja, mit sauer ich. Drin. Hasse so ich, geil, hasse ich, so hasse geil, ich. Wirklich. So D, also ich wünsche sie noch eine Kategorie unter D geben. M&M's gibt es ja ganz viele unterschiedliche. Es gibt ja die mit Nuss, die ohne Nuss. Welche sind deine Lieblings? Sag mal, welche Farbe, welche Packung? Ich würde wahrscheinlich die Crunchies, die blauen sind das. Ich meine. Auch, die blauen, gut. Ja, sind wahrscheinlich die blauen meine Lieblings. Aber generell nicht so der riesige Fan. M&M's ist auch, ist stark, keine Frage. M&M's Ultra auch ein Ding. Auch schon sehr alt. Also ich würde einfach sagen, Kinder Bueno und die Dinger, die wir hier haben, sind einfach an M&M's vorbeigezogen. Ja, leider. Aber ich pack's, aber trotzdem auch mal Bock auf M&M's ab und zu mal. Wieso zweimal Skittles? Witzig, ich wollte auch gerade sagen, die kenne ich wieder, meine Freundin ab und zu da. Sie hat Knickknacks da, Erdnüsse, M&M's Erdnüsse, Snickers Erdnüsse. Die, ja, sie ist einfach ein Erdnuss-Fan, deswegen stimmt, jetzt mir ist einfach, aufgefallen. Sie mag einfach Nüsse. Ja, Erdnüsse speziell, egal ob deftig oder süß. Kinderschokolade. Interessant. Interessant. Für mich, ja, sag du als erstes diesmal. Ich finde Kinderriegel besser als Kinderschokolade, kommen die ja noch? Nö. Kinderriegel? Was sind Kinderriegel? Ach, jetzt bist du jetzt nicht zu Leuten, die nicht Kinderschokolade und Kinderriegel unterscheiden können, oder? Kinderschokolade und oh Kinderriegel sind dasselbe. Ich dachte echt, ich setze mich jetzt hier mit einem Experten hin. Nein, das ist dasselbe. Oh mein Gott. Ich dachte echt, ich setze mich mit einem Kompetenten hin. Ich dachte, das ist ein bisschen Bildung in Süßigkeiten. Es gibt doch die Kinderriegel und die Kinderschokolade. Ich weiß nur, dass die einen in Plastik eingepackt sind und die anderen in Pappe. Das ist der Unterschied, den ich kenne. Schade. Hä, die sehen beide exakt gleich aus. Du hast noch nie gemerkt, dass es einen Unterschied bei denen gibt. Noch nie. Da müssen wir jetzt an der Stelle abbrechen. Es gibt seit 20 Jahren Kinderschokolade und Kinderriegel und dir ist es nicht aufgefallen. Die sind dasselbe, du verarschst mich. Warum? Das ist genau dasselbe. Fucking Fick sollte es seit 20 Jahren das gleiche Produkt zweimal auf den Markt geben. Das eine in groß, das andere in klein. Keine Ahnung. Und weil der eine Riegel 14 Meter kürzer ist, haben sie seit 20 Jahren das gleiche Produkt auf dem Markt. Die schmecken so derbe unterschiedlich. Da kannst du, ohne Witz, ja. Wenn du sagst, die schmecken gleich, dann fick dich. Dann kannst du auch sagen, Kinder-Ü-Ei schmeckt auch gleich, auch die gleiche Schokolade. Dann kannst du auch sagen, der Kinder-Weihnachtsmann schmeckt auch gleich. Dann ist von Kinder alles gleich. Nein, fick dich. Die sehen gleich aus, die schmecken gleich. So. Schmecken nicht gleich. Die Kleinen schmecken absolut anders als die Großen. Also jeder, der sagt, die schmecken gleich, hat einfach gar keine, also darf hier bei der Liste gar nicht mitmachen, wenn die sagen, die schmecken gleich. Die schmecken deutlich anders. Kinderriegel würde ich zwischen A und S packen. Kinderschokolade würde ich so bei C reinschmeißen. Okay, weiter geht's. Trolleyburger. Ich kann mich nicht mehr genau an den Geschmack erinnern, muss ich sagen. Ich kann mich genau an den Geschmack erinnern. War in jeder Wundertüte im Freibad oder so mit drin. Immer cool, so. Wenn du noch irgendwie eine Cola-Flasche, eine kleine hattest oder noch was anderes, konntest du den Burger immer zusätzlich belegen mit anderen Sachen, die auch in der Wundertüte drin waren. Es gab diesen Trolley-Burger auch in groß. Da hast du dann einfach noch eine saure Zunge zwischengepackt oder vielleicht auch mal Patties einzeln gegessen. Es war immer eine andere Experience, den Trolley-Burger zu essen. Insgesamt als Süßigkeit vom Geschmack nicht geil, aber durch die Funktionalität, gerade so im Alter von 11 bis 14, eine sehr geile Nascherei, aber insgesamt kommt's nicht raus aus D. Mikados. Finde ich saugeil. Könnte ich sofort auch eine komplette Packung inhalieren. Kann auch sehr trocken sein. Ich esse immer oft, oh mein Gott, bin ich ein Wichser. Ich esse oft den Griff, wo keine Schokolade ist, nicht mit. Oh mein Gott. Alle werden mich so hassen. Der ist mir zu trocken. Wichser, da bin ich wieder raus. Alter. Da bin ich wieder raus. Da bin ich raus wieder. Das ist gefühlt, das ist eine Salzstange ohne Salz und ohne Schokolade oder irgendwas. Der Stiel schmeckt kacke und macht dann insgesamt im Mund das Ganze trockener und downgradet die Schokolade wieder. Ich esse diesen Mini-Fitzel da unten nicht mit. Ja. So ekelhaft. Hasst mich. Ich bin wenigstens ehrlich. Und am allerliebsten esse ich Mikado White. Die würden es bei mir sogar in A schaffen. Normale Mikados schaffen es in C-. Na was? Der White kriegt irgendwie alles zwei mehr. Keine Ahnung. Ich bin fast Schokolade. Twitter. Hast du die Dinger in der Schule dabei, bist du ein Held, alle kommen zu dir und die Dinger sind wahnsinnig schnell leer.
generell Süßigkeiten in der Schule, in der 5-Minuten-Pause oder irgendwie zwischen 7. und 8. Stunde oder sowas. Keiner hat mehr was zu essen dabei und du holst irgendwie Kaugummis oder Tic Tacs oder irgendwas raus. Du bist in der Schule einfach ein Held. So ein Tic Tac, normal nicht so krass, aber in der Schule in der 5-Minuten-Pause für die Klasse einfach dadurch automatisch ultra weit oben. Aber das geht mit vielen Süßigkeiten so. Die Tic Tacs hier, was ist denn das? Limette und irgendwas noch? Ja, Limette finde ich tatsächlich eklig. Ich würde die normalen Tic Tacs auf... Also nur die roten. Die weißen finde ich auch kacke. Ich finde Tic Tacs scheiße. Okay, weiter geht's. Kenne ich nicht, was das ist. Weiß ich nicht. Musst du machen. Mozartkugeln? Sind das Mozartkugeln? Nee. Marzipan bin ich kein so ein großer Fan auf jeden Fall. Kenne ich nicht, packe ich bei dir rein. Wer hat das Original? Sag an. Ich hab, ist auch wieder Karamell, oder? Ja, das Karamell. Ich war nie der Karamell-Fan. Deswegen habe ich es nie gegessen. Deswegen würde ich es wahrscheinlich... Deinem fandest du mega geil und bist aber kein Karamell-Fan? Richtig, Dimes habe ich aber auch nur in Eis und so gegessen. Ich habe auch Dimes ich habe nie eine Dimes-Packung gegessen. Ich habe Dimes aber immer. Sollte ich vielleicht mal machen. Wer das Original immer die Oma mitgebracht, ist so ein Großeltern-Ding. Die haben immer ein Wert, das Original in der Handtasche oder in der Jackentasche und das kriegst du dann einfach. Das boostet natürlich das Standing nochmal gut hoch, aber einzeln betrachtet für sich als Produkt gebe ich ein C. KitKat. Ich will dir meinen Satz sagen. Ja. Bist du bei der Tanke und suchst dir eine Süßigkeit aus und dort gibt's KitKat White, ist das schon weit oben mit dem Riegel. Aber das normale KitKat würde ich jetzt bei C reinpacken. Weiter geht's. Hubba Bubba. Man war mal cool, wenn man so ein Ding hatte. Ja, definitiv, auch das Ding das in der Schulzeit, jo, gibst du mir ein bisschen was. Und dann machst du mir nur so ein ganz bisschen ab für jemanden. So ein Ding kann auch gerne mal 4 Wochen halten, wenn du es gut rationierst. War immer was Besonderes. 1 Meter Kaugummi, geil, in so einer Rolle. Aber auch wieder völlig unnötig. Wieso ist das nicht... Warum muss das als Einzel wieder so ein Marketing-90er-Ding? Da hat einiges geklappt, ne? Ding kriegst du als Kette, die packst du wieder ein, da leckst du eine Muschel leer, das ist eine Goldmünze, da tunkst du einen Lolli wieder rein in den Scheiß da, hast du hier einen Burger, hier hast du 1 Meter Kaugummi, aber Hubba Bubba an sich schmeckt halt nicht so nice. Mhm. Weiter geht's. Papayello fand ich auch nie geil, würde ich auch direkt in D packen. Ich bin kein Fan so von Tierlisten, weil dann immer super viele mega sauer sind. So, die schauen eigentlich meine Videos gerne. Aber jetzt beleidige ich hier irgendwie Prinzenrolle und die sind für immer sauer auf mich. Das finde ich blöd. Das habe ich am Anfang gesagt. Das will ich auf gar keinen Fall, dass das passiert. Ich sag's einfach so, weil wir sind ja auch ehrlich und transparent. Ich hasse Kokos. Deswegen bauen die erstmal ein D. So. Ich hasse Kokos extrem. Aber die Raffaello-Creme da drinne, ich habe schon ein paar Mal erzählt, die Raffaello-Creme da drinne ist einfach... unfassbar geil. Diese Kokosraspeln außen drum, scheiße. Jedes Mal, als meine Eltern irgendwelche Süßigkeiten gekauft hatten, früher, habe ich immer alles am ersten Tag alles aufgegessen und niemand hat was bekommen. Deswegen ging es los, dass irgendwann meine Eltern Sachen gekauft haben, die ich nicht mag. So wie Joghurtten zum Beispiel, Joghurtte D. So, die ich nicht mag. Genauso wie Raffaellos. Aber diese Creme war so lecker, dass ich mir eine Packung Raffaellos genommen habe. Ich habe so 10, 15 Stück ausgepackt, die abgewaschen und das Wasser gehalten. Die waren dann zwar alle wässrig von außen, aber die Kokos ging gut weg. Hat auch gar nicht mehr nach Kokos geschmeckt, sondern nur noch nach der Creme. Ich habe dann 15 Raffaellos abgewaschen und immer direkt aus dem Wasserhahn, zack, in meinen Mund. So. Was, wie findest du das? Aber kreativ und gut ist es, oder? Mehrfach gemacht. Das ist die absolute Höhe. War meine Mom auch sauer, dass ich die Raffaellos aufgegessen habe. Du magst doch gar keinen Kokos. Sie wussten, glaube ich, nie, dass ich die Dinger abgewaschen habe. Mein Bruder hat mich, glaube ich, mal beim Raffaello-Waschen erwischt. Ey, aber ich hasse Kokos auch. Ich bin da ganz deiner Meinung, keine Ahnung. Ich finde Kokos ganz, ganz ekelhaft. Raffaellos packe ich insgesamt bei C rein, weil die Füllung so strong ist. Okay, krass. Okay, weiter geht's. Twix. Mars, Milky Way, Snickers. Ich pack's Twix dazu, aber... Ja. Milky Way ist besser als Twix. Snickers ist ein Ticken besser als Twix. Mars und Twix gleich. B-. Twix White ist insane. Hast du mal gegessen? Nee, ich habe nie weiße Schokolade. Ich habe meiße Schokolade immer gemieden. Wirklich. Oh, Twix White. Das war so mit 18 meine Lieblingssüßigkeit. Das war super strong. Okay, weiter geht's. Was ist denn das? Das ist Esspapier. Wieso lachst du? Das ist einfach nur Esspapier. Hitchler. Ich weiß nicht, was das sein soll. Weil Hitchler hat zum Beispiel auch saure Zungen und die würde ich ganz doll in S packen bei mir, aber weiß ja nicht, was da drin ist bei Hitchler jetzt. Ich auch nicht. So. Ferrero Rocher. So, das ist für mich ein ganz klarer A- oder S-Kandidat. Die sind schon heftig. Und die sind von außen geil, aber die sind von innen geil. Jetzt hör mal wieder zu. Boah, ich hab voll Probleme, so wie ich die Raffaellos abgewaschen habe, fand ich tatsächlich bei den Rocher... Weil es war außen schon Haselnuss, innen war Haselnusscreme und in der Mitte war noch eine volle ganze Haselnuss.
Und das war mir dann Schokolade-Haselnuss-Verhältnis. Haselnuss ein kleines bisschen zu viel. Und jetzt halte ich fest, ich habe die Dinger gegessen und habe die Haselnuss nicht aufgebissen, sondern immer irgendwie hinten an die Wange reingesteckt. Das ganze Raffaello, das ganze Rocher gegessen. Ja, sag ich weiter? Ja, da ist gar keine feste Haselnuss drin in der Mitte von den Dingern. Doch, da ist immer eine in der Mitte. Ich glaube nicht. Ich glaube, du verwechselst da was. Echt? Zuschauer? Da bin ich jetzt dumm? Machst du das recht? Nee, da ist eine drin. Ich habe recht. Da ist eine drin. Ich meine, ich sehe die und ärgere mich, dass da eine Haselnuss drin ist. Und auf jeden Fall habe ich die Dinger gegessen und die Haselnuss, wenn ich unterwegs war draußen oder so, einfach ausgespuckt. So. Oh. Aber sie waren insane turbo lecker. Ah, okay, doch. Also ohne die Haselnuss würde ich das Ding sogar in S packen. Mit der Haselnuss ist es nur ein A. Egal, wir machen weiter. Toffifee. Zu nussig für mich. Bin ich auch wieder bei dir. Das äußere Karamellhülle finde ich nicht so nice. Die Nougat-Füllung, sehr, sehr lecker. Und wieder eine ganze Haselnuss drin. Deswegen, ohne die Haselnuss würde es in... Ich pack's in B. Ohne Haselnuss in A. Was ist das hier? Sind das diese Brezel-Pieces? Das sind die? Die habe ich ohne Witz vor 2 Monaten das erste Mal in meinem Leben gegessen. Ich fand sie ziemlich geil. B. Ich habe keinen Bock mehr auf die Liste. Malteser. Bist du scheiße oder was? Ich liebe Malteser White. Ach, du bist so ein Schwanz. Das ist unglaublich. Aber Malteser insgesamt würde ich teilweise... Ich würde sogar fast sagen, die schaffen es in B. Scheiße. M&M's Blue. Das sind die leckeren, das würde ich auf B packen wahrscheinlich. Ich auch, B ist gut. Haribo Colorado. Danke. D. Sehr gut. Haribo Cola, Happy Cola. Würde ich auf A oder B packen. Schogetten. Finde ich auch gar nicht geil. Weiß ich nicht, hat mich nie abgeholt. Sag meinen Satz. Ich kenne ihn nicht mehr, scheiße. Sag du was? Schogetten White sind übelst nice. Ach so, ich dachte, dass du den es gibt doch einen Werbungssatz zu Schogetten. Ach so, nein. Es gibt einen ganz, ganz bekannten Werbungssatz zu Schogetten, glaube ich, ja, oder? Schogetten packe ich jetzt insgesamt bei C rein. Normale Goldbeeren. Ey, die sind Classic. Die sind, würde ich bei B oder A reinpacken. Die sind immer noch pack's geil. Pack sie bei B rein. Kinder Country. Ja, komm, mach es. Scheiße, Schwanz, oder? Die sind doch auch so geil, oder? Die sind doch auch so geil. Die sind so scheiße geil. Die sind so abgefahren geil. Oh, fuck, sind die Dinger lecker. Das ist immer so eine Scheiße. Diese, Stangen-Dinger. Was sind das? Wie sehen die aus? Ist auch von Haribo, oder nicht? Ballersticks. Oh, die finde ich gar nicht geil. Gibt's in sauer, da finde ich sie nice. Aber ohne sauer finde ich sie scheiße. Ich finde es auch zu brutal. C oder D? Ich pack sie noch in D. Ja, ich pack sie in C. Haribo Vampire. Finde ich, es ist alles mit, wie heißt das? Schwarze Lakritz. Da finde ich ekelhaft. Ich hasse Lakritz. Liebe Lakritz. Und packe... Oh, A oder B, ich packe sie in B. Aber B+. Tutti Frutti, heißt das so? Haribo, oh Frutti? Ja, die sind geil. Das sind die so ein bisschen so die andere so Konsistenz haben. Gelee-mäßig sind, ja. Oh, die sind leider geil. Ich würde sie in B oder A packen. Ich packe sie auch in B. Erdnussflocken. Locken. Die sind auch geil, aber man stellt sie ja wieder auf was Trockenes ein, wenn man sie isst. Richtig, das aber bei halt deftigen Sachen in Ordnung. Ja. Als Chips sind die schon ziemlich stark. Ich würde sie tatsächlich auch in B packen. Finde ich gut. Ahoi, Brause. Hab ich nie verstanden. Also ich kenne das, ich habe das nie vorher irgendwie jemals zu mir genommen. Außer dann halt, weiß ich nicht, mit 17, 18, 19 zum Saufen. Habe ich vorher in meiner Kindheit nie gesehen, gehabt oder irgendwas. Und erst dann auf Hauspartys kennengelernt. Ich kann es nicht sagen. Ich würde es aber bei D packen, weil ich auch das Konzept nicht so geil finde. Mauam auch D. Oh, die sind so geil. Die sind so ein bisschen sauer und die sind nice. Ich liebe sie. Gut. Pico Balla. Finde ich auch scheiße. Das sind ja dieselben wie die Schlangen, nur abgeschnitten. Den packe ich sie auch in C rein. Aber ich glaube, das ist ein starker Zuschauerliebling. Finde ich aber auch, wenn es so Fruchtgummis gibt, Cola und Kirschen deutlich überlegen. Saure Würmchen ganz klar auf A. Bitte pack die in A. Also saure Würmchen sind so ein A-Essen. Sind sie tatsächlich. Oder nicht? Du hast jetzt S gepackt sogar. Soll das in S sogar? Wird sie in S ist halt schon nochmal eine andere Liga. S ist nochmal eine andere Liga. Ich pack sie in A, aber A gut. Es ist, glaube ich, mein A Lieblings. Gut. Es ist, glaube ich, mein Lieblings-Lachgummi oder. Was ist mit den sauren Apfelringen letztens? Die von dem 2 aber. Oh, von dem 2! Oh mein Gott, die würden es ins S schaffen, ja. Ja, die würden es ins S schaffen, oder? Die sind geisteskrank. Die sind wirklich. Mr. Tom, D. Habe ich auch nie gegessen, glaube ich. Pets! Die sind legendär und auch ganz geil.
Auch wieder so ein 90er-Ding mit einer Funktion. Wieso kannst du einfach so einen kleinen Traumzucker machen, würde keiner essen? Du brauchst so ein scheiß Pez-Ding, wo der Hals hochgeht und da kommt da aus dem Rachen einfach so ein Pez-Bonbon aus so einer Mickey Mouse, aus einem SpongeBob, aus einem Pokémon oder irgendwas. Kriegst du dann einfach einen Pez. Alter, willst du einen Pez, klappst den Kopf hoch, kommt da genau ein Pez raus. Dir konnte auch nie jemand einen Pez klauen oder irgendwas. Das war einfach super rationiert. In der Schule warst du ein Held, wenn du einen Pez dabei hattest. Das Nachladen mit diesem Magazin, geil. Einfach ein geiles Konzept. Ich bin ein großer Pez-Fan. Man kann die auch gut so essen. Man kauft sich so ein Ding. Ja, man kauft sich so ein Pez-Ding und isst die genau. Man isst die einfach so. Scheiß auf die. Geht auch, Pez-Ding. Geht auch, klar. Kannst du dir auch direkt 3 oder 4 gleichzeitig in den Mund ballern. Das ist auch geil. Ja, ich pack sie. Also würden jetzt heutzutage Pez rauskommen, ohne das Teil, nur dieser Traubenzucker, würde es in D landen. Aber weil Pez so Legende ist, muss es dahin. Dickmann in D, scheiße, finde ich kacke. Hier ist der Fußdipper. Der Fußdipper, der ist geil. Der Fußdipper, den finde ich geil, ich will ihn nicht in D sehen. Bitte. Ich würde ihn in B packen, weil ich habe ihn auch sehr, aber es ist wieder unhygienisch, du lutschst den, stopfst ihn in die Tüte, und das machst du einfach 100 Mal, bis das ganze Knusper-Zuckerzeug einfach in deinem Maul ist. Ja, aber das Knusper-Zuckerzeug. Aber es hat Spaß gemacht und es war lecker auch irgendwie, der scheiß Fußdipper. Okay, weiter geht's. Domino-Kackdinger. D. Du findest die geiler? Ich finde die geiler. Ich würde die tatsächlich in B oder A packen. Okay, weiter geht's. Jelly Belly. Pack mal so Choco Fresh kurz auf S, dann können wir weitermachen. Ja, Choco Fresh auf S, da müssen wir nicht diskutieren. Ja, aber krass, Digga, das alles von Kinder ist, außer Dime. Und Dime ist davon sogar das Schlechteste. Digga, ja. Kinder ist gut am Rocken. Sind die international auch so groß? Okay, weiter geht's. Jelly Bellies. Ja, auch nie mein Favorite gewesen. Ich werde auch so nach dem, was würde ich jetzt losgehen und kaufen. Oder und ich habe. Hattest du immer ein Lieblings-Jelly Belly? Ich hatte nie ein Lieblings-Jelly Belly. Hatte ich nicht. Vielleicht rot. Aber rot war bei mir immer überall. Rot gibt ja ganz viele. Ach, keine Ahnung. Ich war kein Jelly Belly-Fan. Okay. Dann, ich finde sie auch nicht so nice. Ich packe sie in D. Frit. Mit einer der besten, was diese Kaugummis angeht. So geil. Ich weiß nicht, du hast Kaugummis, fertig. Ja, du hast Kaugummis, aber. Da kommt Mamba, Mawa, Mamboso, Mentos, Mumbi. Kommt da alles nicht ran. Ich mag das nicht. Spekulatius? Ist das Spekulatius? Ja, Spekulatius-Kekse. Sick as fuck im Winter. Stimmt, Spekulatius-Kekse sind geil. Ich würde sogar sagen, ich mag keine trockenen Kekse, aber von den trockenen Keksen sind das meine Favorites. Ich pack die bei B. Ich habe eine Sache. Ich pack die in A. Rolle? Wie heißen die denn? Weiß ich nicht, Haribo-Stangen. Nein, die hatten einen Namen. Die waren auf jeden Fall auch sehr geil, die würde ich mir mindestens auf A packen. Da war auch echt immer gute Abwechslung drin. Die grünen und die braunen, also Cola war immer sehr lecker. Ich packe sie hier. B plus. Roulette, Haribo Roulette, ja. B plus ist es. Okay, weiter geht's. Oh, was ist das? Das ist diese Schnecken. Lakritz-Fan, ich packe auch bei B rein. Es gibt besseren Lakritz. Weiter geht's. Chupa Chups, Lolli, Konzept, fühle ich nicht. D. Oh, Chupa Chups sind auch geil. Oh, Hustenbonbons. Waren immer geil. In der Apotheke. Du musst immer zur Apotheke, weil du irgendwie Fieber hast und dann bist du bei deiner Mom dabei, die holt die ganze Medizin, die du brauchst. Und dann siehst du die Dinger da immer in der Auslege und dann hast du die immer noch geballert. Und dann so, nee, jetzt gibt's nichts zu naschen. Dann sag ich, oh, aber ich hab Halsschmerzen. Na gut. Und dann kriegst du die, weil die auch gegen Halsschmerzen sind oder husten. Fand ich immer ganz geil. War immer ein Highlight in der Apotheke. Fand ich auch nicht schlecht. Aber isst du davon eine halbe Packung, kriegst du Durchfall. Ich pack sie in C. So, da haben wir es doch schon wieder. Das nächste. Das ist scheiße. Ja, mach hoch, komm. Wieder von Kinder, wieder unfassbar heftig. Und sag meinen Satz. In Weiß sind sie wahrscheinlich besser. Ja, also Schokobons in fucking Weiß. Boah. Scheiße, Mann. M&M's können direkt dazu. C dazu zu M&M's. Normale M&M's packe ich auch bei. Nee, C, oder? C rein, ja. Ich finde die Blauen einfach geiler. Oh, die habe ich gerade gegessen, die Mamas. Sind halt auch geil für dich. Also, naja, du packst jetzt da hin rein. Die hasse ich auch zu trocken. Echt? Ich weiß, dass die sehr beliebt sind. Ich weiß, dass die auch geil. Geschmacklich sind sie geil, aber ich hasse die von der Konsistenz einfach. Mm. Ja, tut mir leid. Was ist das? Mauern wieder. Mauern, ja. Nochmal Mauern hier rein. Mauern. Maxi King, jetzt nicht mehr interessant. In A, aber Kinder, aber A minus. Kinderpingel ist drüber. Milka Schokolade. Klassische Alpenmilch, immer gut. Gibt so einige Turbo-Dinger, sowas wie Milka Oreo White. Ja. Sick, oder? Ja, oder Milka mit dem Keks sind drin. Das ja, auch, oder Milka mit Tux sogar, ist sogar auch richtig stark gewesen. Lion. Habe ich nie gemocht. Nie habe ich es gemocht. Würde ich auch unter Mars, Snickers und Milky Way packen, aber... Sag meinen Satz, Rumatra. In Weiß sind sie wahrscheinlich so viel besser. Ja, in Weiß würde ich sie in A packen, das Normale in C. Okay, Lachgummi. A. Würde ich auch sagen. Oreo. B. Keine Ahnung.
sind geil, aber die Oreo-Produkte hauen es halt raus. Oreo ja. in Eis oder Oreo in Oreo Milka. Eis. Oreo in ja, Eis. Oreo Milka, da ballert es dann richtig. Ich würd, die normalen Oreos ohne weiße Schokolade und Mantel würde ich sie in B packen. Alles andere kann gerne höher kommen. Weiter. Oh, die Kühe-Dinger, das ist ja auch Karamell. Die fand ich immer geil. Ey, warum? Das ist Karamell. Mag ich nicht. Konsistenz ballert nicht. Entweder muss die- es richtig hart sein wie ein Dime. Ja. Aber das ist wieder so Kaubonbon-mäßig. Ich hasse das. Ja, wenn du was kaufst, ist so der Mund weniger. Hasse ich. Ja, geil. Rittersport generell, das ist jetzt halt schwierig. Welche Rittersport? Es gibt halt Rittersport. Lass beide unsere Lieblingsrittersport nehmen. Und da würde ich sagen B. Rittersport Knusperkeks würde ich A packen, tatsächlich. B plus. Ja. Center Shock. Center Shock würde ich B packen, oder? Oder C. Eins von beiden. Weil man ein cooler Gag so mit 14 im Freibad so ja. einen Center Shock holen. Yo, ich kann so drei auf einmal essen und verzieh keine Miene. Ja. Aber insgesamt ist es doch scheiße. Also, nehmen wir an, du bist nach dem Stream fertig und isst dann deftig einen Döner oder so. Und denkst du, so, oh, jetzt noch geil, schön Center Shock. Nee, das sowieso nee. Nicht. Ich packe ihn bei C. Also, geschmacklich würde ich mir niemals einen essen, aber weil es so eine Legende ist, packe ich ihn bei C rein. Smarties kommen bei mir bei das. Oh ja. Das Smarties kommen bei mir bei C rein. Ja. Ich auch. Ist auch so ein. Früher super cool, so 1997, so ein großes Ding oder so. Bis 2006, oder, aber danach sind halt andere Sachen vorbeigezogen, deutlich. Knoppers. Über Hanuta, finde ich. Knoppers hat nicht das Hanuta-Problem. Oder weniger das Hanuta-Problem. Weniger. Es gibt auch so einen neuen Knoppers-Erdnuss-Riegel-mäßig-Ding. Der ist übersick. Aber ich würde es auch über Hanuta packen, aber ins A schafft es nicht ganz. Toblerone. Würde ich B packen. Es war besser als M&M's, aber nie besser. Also, weißt ich würde es auch in B packen, bin ich bei dir. Und, was würde ich in A packen? Weiße Toblerone. Richtig, die ist huge. Tic Tacs. Packe ich jetzt erstmal alle in. Ich packe die normalen Tic Tacs in C, weil sie Kult haben. Die sehen irgendwie minzig aus. Die packe ich hier hin. Oh, das sind diese Lutsch. Das ganz links sind die. Boah, wie heißen die? Alles zum Lutschen. Ist D. Aber das war dieser Traubenzuckerlutscher. Ja, aber ist D. Der war geil. Den hätte ich so doll. Den würde ich so doll in A oder S packen, tatsächlich. Die Traubenzuckerlollis sind meine absoluten Favorites. Als nächstes: Trolli-Apfelringe. A oder S sogar. Ja, aber warte mal, die von wem war nochmal? Die von Nimm 2 Apfelringe, ne? Zwei Apfelringe, die sind geisteskrank. Also seitdem sind ich hätte sie in A gepackt, aber jetzt, wo ich zum allerersten Mal mein Leben Nimm 2 Apfelringe gegessen habe, muss ich die Trolli-Apfelringe in B++ tun. Schaffen es nicht in A, weil in A kommen nur noch die Nimm 2 saure Apfelringe rein. Ist leider so. Ich weiß, ich liebe die Dinger, aber ihr müsst mal die anderen probieren. Alter, wir machen gerade so viel Werbung für so viele Marken, ne? Ja. Scheiß drauf. Aber ist auch so, die anderen haben einfach die abgelöst. So, die sind sauber. Die haben abgelöst. Die leckerer, keine Ahnung, 25 Jahre waren Trolli-saure Apfelringe der Maßstab für alle sauren Sachen. Aber sie wurden einfach gefickt von Nimm 2 saure Apfelringe. Ist so. Ja, ist so. Tuck, genauso wie Leibniz halt absolutes Roadtrip-Essen. Tuck bin ich dann. Ja, guck mal, Leibniz, süß, trocken, kacke. Salzig, trocken, völlig fein, wie Salzstangen, können ultra trocken sein. Ja. Passt. Tuck gibt's auch geile Geschmackrichtungen, süß, sauer oder Bacon. Die sind schon gut lecker. Also, ich packe sie auf jeden Fall in B. Ja, A oder. Die sind auch geil, also die isst man auch so gerne. Ja, die sind in A. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Sieht nach an. Ja, ich glaube, Giottos habe ich nie gegessen. Ich habe direkt immer Ferrero Rocher genommen. Echt? Giotto ist für mich S. Okay. Giotto ist. Das sind die Kinder-Joys. Aber einfach nur die Bälle da. Ziemlich nah dran. Giotto ist huge. Also, Giottos ist echt nice. Giottos sind übersick. Ja, witzig, dass da noch so ein Brecher kommt. Was ist das hier? Trolli irgendwas? Naschen weg. D. Alter, hat zwar 2 Stunden gedauert, aber wir sind fertig. Und es war übel geil. Aber krass, wie dominant von Kindern, ne? Kinder Pinguin, Kinder Maxi King, Kinder Ü-Eier, Kinder Schokobons, Kinder Schokofresh, Kinder Country, Kinder Joy, Kinder Happy Hippo, Kinder Bueno. Die ficken ja unendlich heftig. Oder treffen die einfach genau meinen Geschmack? Oder sind die einfach so überlegen? Ja, ich glaube, die sind einfach überlegen. Ich glaube, Buenos sind überlegen. Ich weiß nicht, was Buenos gemacht haben, aber Buenos haben es einfach geschafft. Ey, das war übertrieben geil.